heißt FC Linz gegen Rapid. Und der letzte Sieg des FC Linz gegen Rapid liegt lange zurück. Ziemlich genau 4,5 Jahre, und zwar in der Höhe von 1:0 im Linzer Stadion. Wir schauen uns den Siegestreffer von damals an, und zwar aus einem Grund. Sie sehen ihn eingeblendet. Christian Stumpf hat das Tor erzielt, damals noch in den Reihen des FC Linz. Was er nachher gesagt hat, hören wir uns auch an. Einer meiner schönsten Tage jetzt in meiner Fußballkarriere, dass ich heute gerade gegen Rapid vor so einem super Publikum heute genau das Siegestreffer schieße. Ich muss keiner eins sagen, ich bin überglücklich. Ja, hätte er sich auch nicht gedacht, dass er knapp 4 Jahre später mit Rapid bereits ein Europacup-Finale hinter sich hat. Also, der letzte gegen den ersten eigentlich ja ganz klare Geschichte, aber wäre da nicht der letzte Mittwoch gewesen? Ich möchte jetzt nicht in alten Wunden wühlen, aber es ist natürlich die Frage berechtigt, wie hat Rapid das 0:5 verkraftet? Haben die Rapidler den Bacillus Juventus schon so richtig rausgeschwitzt? Turbulenzen gab es ja auch beim Gegner, beim FC Linz. Sie haben sicherlich gestern gehört, der Manager Jürgen Werner hat den Trainer Jürgen Werner fristlos entlassen. An dessen Stelle coachte heute Interimstrainer Georg Zellhofer, wir haben ihn hier im Hintergrund bereits im Bild, im Verein mit Willi Rothensteiner. Ja, er ist gemeinsam mit Willi Rothensteiner verantwortlich heute für den FC Linz, der Tabellenletzte gegen den Tabellenführer. Stimmung im Linzer Stadion gut, rund 3000 Zuschauer. Die Linzer hatten ja am Samstag im Cup gegen Tirol enttäuscht. Hier ein Foul an Günther Zeller, wir sehen das hier noch einmal, und zwar von Ivanov, heute wieder Libero bei den Hütteldorfern. Freistoß für den FC Linz, der in der Anfangsphase gleich viel Druck macht. Und immer wieder bei den Freistößen Madlener. Riesenchance gleich nach wenigen Minuten. In der Wiederholung werden wir gleich sehen, dass Roland Rusbeck hier zu kurz kommt. Noch einmal. An der Rapid-Verteidigung vorbei und Rusbeck um die 1/10 Sekunde zu kurz. Dann Eckball Madlener. Wieder Rusbeck mit dem Kopfball. Ja, die beiden Trainer haben etwas umgestellt, die Mannschaft heute mit 2 Manndeckern, mit Gschneidner und mit Stiegelmeier, Chuck natürlich Libero und 5 Mann im Mittelfeld. Rapid kann sich in den ersten 15 Minuten kaum entfalten, schon wieder die Linzer über Ewald Brenner, ein ganz großes Talent, er ist 23 Jahre jung, immer noch Brenner, kommt hier vorbei und Madlener bleibt hängen. Etwas zu ungestüm manchmal die Angriffe der Linzer und dann abgepfiffen. Rapid heute mit Leschiak wieder als Manndecker, mit Zinker im Mittelfeld und mit 2 Stürmern, neben Christian Stumpf, René Wagner. Dann erste Möglichkeit für die Hütteldorfer, schon abgewehrt, dann kommt vom Schiedsrichter der Ball zu den Rapidlern, Stöger. Achtung, Stumpf lässt vorbei, Lauf und Tor, 16. Minute, 0:1, Rapid durch Didi Kübauer mit 1:0 in Führung. Erster echter Angriff in diesem Match nach genau 16 Minuten. Und hier die mitgereisten Hütteldorfer Fans. Noch einmal Linnemeier kommt hier gegen Stöger zu kurz. Stumpf lässt vorbeilaufen. Stiegelmeier stürzt und Wagner behindert da Kübauer seinen eigenen Mann fast beim Torschuss. Und noch einmal, weil es so schön war. Kübauer erzielt sein 6. Saisontor und damit gleich viel wie René Wagner. Aber die Linzer machen weiter Druck. Wieder Freistoß, Madlener und Mikland kommt da ein bisschen zu kurz. Auch Libero Chuck aufgerückt. Hier sehen Sie, wie offensiv die Linzer heute agieren. Dann Mikland mit der Riesenchance und Michel Konzel auch heute Abend im Linzer Stadion in Superform. Nochmal, hätte eigentlich ein Tor sein müssen. Glänzend reagiert von Konzel. Aber Rapid führt mit 1:0. Dann wieder guter Pass auf Stöger, der sich immer wieder versucht, rechts freizulaufen. Wagner, noch einmal Wagner. Und vorbei die Chance für die Hütteldorfer. Das ist rechts gewesen, Willi Rothensteiner und daneben Georg Zellhofer. Dann Stefan Hartl heute von Beginn an dabei, erst 20, aus dem Leistungszentrum der Linzer. Noch einmal Foul von Schöttl an Stefan Hartl. Und wieder Freistoß für die Linzer. Und natürlich Daniel Madlener heute mit einer Superleistung und an die Kreuzecke. Also die Linzer haben wirklich viel, viel Pech heute in diesem Match gegenüber dem Tirol-Spiel nicht wiederzuerkennen. Daniel Madlener kurz vor dem Pausenpfiff
an die Kreuzecke. Hier noch einmal, da wäre Konsel zweifellos chancenlos gewesen. Pausenstand 1:0 für die Hütteldorfer und da wärmt bereits Gucki auf. Er kommt und zwar anstelle von Wagner, Stöger jetzt zweite Sturmspitze bei den Rapidlern. Aber die Linzer machen wieder Druck, immer wieder über Günther Zeller, Lini Meier und Michel Konsel. Gutes Match, viele Zweikämpfe im Mittelfeld, aber auch viele Torszenen. Noch einmal Lini Meier und hier keine Probleme für Konsel. Rapid hat ja in den letzten 8 Spielen 7-mal gewonnen, nur einmal hier in Linz gegen den LASK. Allerdings klar 3:0 verloren, da rasiert Stöger, Hartl macht das sehr schön, Hartl und wieder an die Stange. Zweiter Pfostenschuss der Linzer, unglaublich, hier noch einmal, zieht den Ball wunderschön über Gucki. Dieser junge 20-jährige Stefan Hartl und dann hat er Pech. Dann trifft er die Stange. Dann ein alter Bekannter, Hubert Baumgartner, soll im Augenblick der erste Trainerkandidat bei den Linzern sein. Dann Mitte der zweiten Spielhälfte kommt Rapid etwas auf, hier über Leschiak. Gucki schießt da Kneitner an und abgefälscht, wieder nichts für die Rapidler. Kneitner, rechter Manndecker bei den Linzern. Dann kommt auch vor, Fehlpass Madlener, Kübauer, sicherlich der stärkste heute bei den Hütteldorfern im Mittelfeld. Stöger völlig frei und verzieht. Peter Stöger nicht in der Form, in der wir ihn manchmal schon in der letzten Zeit gesehen haben. Und er weiß es selbst. Und wieder Leschiak. Auf Stumpf! Wird er von Stiegelmeier etwas behindert. Kommt nicht richtig zum Kopfball. Auch diese Möglichkeit vergeben. Nochmal präzise Flanke. Leschiak wieder full fit. Und Christian Stumpf, der ja jahrelang hier beim FC Linz gespielt hatte. Wieder Leschiak. Dorman Pavlovic. Das ist gefährlich. Aber wir haben gesehen, ein glänzender Techniker würde vielleicht auch als Feldspieler eine gute Figur machen hier gegen Stumpf. Hat er wirklich schön gemacht. Aber natürlich sehr riskant vom Linzer Tormann Pavlovic. Dann eine Viertelstunde vor Schluss kommt Garcia, der Mexikaner, anstelle von Linnemeier, der sich völlig verausgabt hat. Für die Linzer ist noch alles drinnen in diesem Match, aber Rapid führt mit 1:0 durch eine der ganz wenigen Chancen für den Hütteldorfer. Und natürlich schon wieder Madlener, Garcia und Konsel wieder dazwischen. Michel Konsel. Er hat heute mehr zu tun, als ihm lieb ist, verletzt sich dabei etwas, kann aber dann weitermachen. Wir sehen auch diese Aktion noch einmal. Zunächst Madlener sucht den freilaufenden Mann, findet ihn hier. Dann, ja, da hat Garcia schon ein bisschen zugelangt, auf alle Fälle Konsel konnte dann weiterspielen. Ja, und warum wieder nichts, scheint hier Schürl Zellhofer zu denken. Dann wieder die Linzer, die in der Schlussphase enormen Druck machen. Libero Chuck wieder mit aufgerückt. Wieder Madlener. Dann der eingewechselte Gröliken und wieder an die Stange. Zum dritten Mal Pfostenschuss der Linzer. Das war etwa 3-4 Minuten vor dem Ende. Nochmal direkt genommen des Holländers und noch einmal Stange. Also so viel Pech in einem Match, das kann man normalerweise gar nicht haben. Rapid also heute wirklich viel Glück in dieser Partie. Die 92. Minute läuft. Rapid führt mit 1:0. Cool aus einer der ganz wenigen Chancen das eine Tor gemacht. Und dann die letzte Möglichkeit. Garcia verzieht diesen Freistoß. Es bleibt beim 1:0 Sieg des Tabellenführers. Hier gegen den letzten, gegen den FC Linz. Noch einmal dieser Freistoß von Garcia. Und der bereits ausgewechselte Stöger. Und Ernst Dokupil, Sie können aufatmen. Rapid gewinnt in Linz mit 1:0. Also die erstaunliche Serie der Rapidler geht weiter. Mittlerweile von den letzten 10 Spielen nicht weniger als 9 gewonnen. Ein Unentschieden, das lässt sich doch gut anschauen. Ja, und erstaunlich war aber auch, wie sehr der letzte der FC Linz die Rapidler unter Druck gesetzt hat. Ja, warum? Es ist einmal so, wir haben 1:0 immerhin gewonnen und jetzt haben die andere Mannschaft verloren, wie Salzburg oder auch die Ruhe. Und wir können nicht daheim froh sein über den einzigen Sieg, weil die Linz war wirklich da überlegen, aber die schießen den Ball schon beim Landtor aus und somit, glaube ich, ist der Sieg sogar verdient. Ein Wort zu Ihrem Tor, haben Sie da dem Reni Wagner das Tor geklaut? Das weiß ich nicht, das war jetzt so.
den Ball, ich war vorher am Tod, aber das ist mir ganz egal, wenn er da eine Erde hat, das Tor hat zählt und ist ganz wurscht. Haben Sie eine effizientere Rapid-Mannschaft schon einmal gesehen? Noch viel effizienter noch nicht. Das stimmt schon. Wir haben heute einen ganz schlechten Tag gehabt und ich bin wirklich heilfroh, dass wir heute hier gewinnen konnten. Und wir müssen nur zumindest immer wieder diese Leistung vielleicht erst auch im nächsten Spiel wiederholen können und zumindest, dass die Leute wissen, dass wir ehrlichen Fußball bieten. Hat der FC Linz das Siegen verlernt? Wie es momentan aussieht, leider ja. Macht die Klasse der Rapidler aus, auch an einem schlechten Tag gewinnen zu können. Wir können uns die ganzen Ergebnisse dieser 16. Runde auf einen Blick jetzt anschauen. Beginnend mit dem 2:0 Erfolg des FC Tirol gegen den LASK. Wie man überhaupt sagen kann, kein guter Tag für die Clubs aus Graz und Oberösterreich. Weiters Austria GAK 2:1, Salzburg Ried 3:0, Sturm gegen Admira Wacker 1:3 und FC Linz gegen Rapid 0:1. Damit zur Tabelle nach den heutigen Spielen. Vorne unverändert Rapid knapp vor Salzburg, an dritter Stelle der FC Tirol, allerdings mit einem Spiel weniger. Weiters LASK Austria Memphis hat mit Sturm Graz Platz getauscht, an siebter Stelle der GAK, dann Ried, Admira Wacker und jetzt schon mit 4 Punkten Rückstand auf die Südstädter der FC Linz weiterhin Schlusslicht. Wir kommen zur Bilanz der Runde und die kommt diesmal nicht ohne